1500, meine Güte, 1500 Folgen. Moin Christoph. Moin. Klaus, Bärbel, Marina. Emmes ist nicht dabei, Finon ist nicht dabei, TK ist nicht dabei. Meilenstein ist trotzdem erreicht, 1500 Folgen. Ich hab Christoph, Eva, was will ich mehr? Mensch. Ach, ich könnte ja... Oh, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. 1500 Folgen. Leute, macht uns das nach. Vor allem 1500 Folgen relativ konstant mit... immer wieder ein und derselben Minecraft-Version, wenn man so will. Eigentlich nicht. 500 Folgen haben wir mit der 1.4.5 und 1.4.7 gemacht. Jetzt mittlerweile 1000 Folgen mit der 1.6.4. Das ist schon immens viel. Das ist schon ziemlich mächtig. Wir hatten viele Fails. Wir hatten viele Gäste. Wir hatten viele dauerhafte Leute dabei. Einige sind momentan nicht so dauerhaft dabei. Dann wiederum sind einige dauerhaft dabei. Beispielsweise unser Christoph hier mit einem doch recht interessanten Verständnis für Modding-Umgebungen. Ich glaube, unseren Christoph, den werde ich mir mal auch ein bisschen wärmer halten. Komm mal her, ich will dich warm halten. Was? Alter Falter. So, vor lauter Aufregung habe ich vergessen, dir ein Intro einzuspielen. Das wäre dann jenes hier. So, nachdem du das gesehen hast, können wir hier mal einfach weitermachen. Wir haben sogar wieder Mob-Spawns. Meine Güte, jetzt am Wochenende habe ich mich richtig geärgert. Aber ich, ich unterbreche mich. Wir haben euch was zu erzählen. Ja, stimmt. Wir hatten in der gestrigen Folge, war das bei uns, also bei euch war es vor 3 Tagen. Stimmt. In der Freitagsfolge. Genau. Hatten wir ja aufgehört bei viel weniger. Nur, wir wollten dann die neue Aufnahme starten. Wenn der Master Merchant auf dachten den Knopf gedrückt auch, hätte. Wir starten die Aufnahme, nur der liebe Herr Master Merchant hat vergessen, um Knopf zu drücken. Ja, eigentlich könnte man es so sagen, aber er hatte anscheinend eine Doppelbelegung in der Tasten. Es ist tatsächlich eine Doppelbelegung gewesen, die habe ich behoben. Das war eine Doppelbelegung. Von einem Hotkey aus TeamSpeak. Der lag irrwitzigerweise auf dem gleichen Hotkey wie meine Aufnahme, wie mein Aufnahmestart. Und ich habe den Hotkey für TeamSpeak betätigt und die Aufnahme war weg. Das war ein bisschen blöd. Deswegen sieht das hier hinten alles ein bisschen anders aus. Wir haben hier mittlerweile schon ordentlich gebuddelt und einen Berg abgetragen und teilweise in Stücke gerissen. Ja, da hinten sind wir noch nicht fertig. Da so. Und hier die Wege, die sehen jetzt auch alle schon ganz anders aus. Ja, hier okay. Steht ein Häuschen, was da eigentlich noch nicht stehen sollte. Da steht ein Häuschen, was eigentlich so nicht da stehen sollte. Da steht ein Häuschen, was da eigentlich noch nicht so richtig stehen sollte. Das war unser Christoph, der da schon fleißig gebastelt hat. ja, und ich hab's halt mit dem Aufnahmeknopf versaut. Eigentlich ist das was für die Wall of Shame, aber ganz ehrlich, Wall of Shame ist so eine Wall, die wahrscheinlich nicht mehr allzu lange bei uns sein wird, weil wir haben sie nie benutzt. Hellblau getönte Scheiben, das sieht gar nicht so schlecht aus hier, auch mit den Treppenaufgängen. So, jetzt bleib mal genau da. Moment. Yeah, Moment. Ich will mich erstmal hinlegen, weil es ist nämlich gleich Nacht. Gleich. Nämlich auch was. Wir werden es aber noch nicht verraten. Verrat bitte noch nicht, was wir hinzugefügt haben. Nein, das ist ja... Wir haben ja überhaupt nicht gespoilert in den letzten Folgen. Überhaupt nicht, was wir gerne hätten und so, weißt du. So. Ja, ich muss mal gerade schauen, wie das gebaut wird. Wir wollen einfach mal... Ja. Ich werde mich jetzt gleich erstmal irgendwo ablegen, werde aber schon mal in Richtung Heimat laufen. Diesmal werden wir auch tatsächlich mehr laufen, weil wir hatten ja in der Freitagsfolge auch das Problem, ich laufe an dir vorbei übrigens, genauso wie am Leben, ich laufe auch immer am Leben vorbei. Wir hatten in der Freitagsfolge auch das Problem, oder in den Folgen der letzten Woche, dass die Mob-Spawns aufhören, wenn wir warpen. Wenn wir zu viel warpen, gibt es keine Mob-Spawns mehr. Ja, deswegen lasse ich die Warperei jetzt mal sein und versuche mal in Richtung Heimat zu laufen, um mich mit Material einzudecken. Vorher lege ich mich aber erstmal kurz hin, damit wir bei Tag laufen, sonst siehst du nämlich nichts. So, ja, ein Riesen-Special machen wir bei der 1500er Folge nicht, hatte ich ja schon angekündigt. Ich hätte gern
bei der Folge 2000 dann wieder irgendwas Nettes. Aber das werde ich mir dann mal noch mit dem Christoph angucken. Jetzt kann man ja sagen, es ist ja noch ein Jahr hin. Ja, aber hast du gesehen, wie schnell die 1500 da war? Richtig. Und jetzt kommst du bitte erstmal her. Jetzt will ich dir nämlich erstmal was zeigen. Alter, was ich bin gerade in den Wald gegangen. Verstehst du? Lauf mal nochmal zurück, damit der feine Herr mir was zeigen kann. Achso, okay. Ich dachte, es wäre eine Schlucht. Alter! Alter, naja, gut, lassen wir das. Das ist aggressiv! Was? Könnte mir nie passieren. Ich bin Alter. Nicht aggressiv! So, 1500 mal Brainfuck vom Allerfeinsten. Wo ist er denn? Hinterm Haus. Also hinter das Neugebaute. Haus? Neugebaute. Jetzt muss ich erstmal das neugebaute Haus suchen. Da ist er. Hallo. Da. So, und jetzt gibt's einen Crash. Ich würde so feiern. Wir haben ja hier das Problem, wenn man hier runterkommt, ne? Yeah. Dann haut man sich ja virtuell sozusagen fast den Kopf an. Geh weg. Geh weg. Ja, stimmt. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich hau den mal weg. Mach das. Und habe hier in der Hand eine wunderbare Carpenters Block. Eine Treppe des Zimmermanns. Oh. Und soll ich dir was sagen, es funktioniert sogar. Es gibt keinen Crash und das ist geil. Yeah. Und jetzt kann ich sagen, ich nehme den Holzblock und setze den einfach da rein. Ja, Mann. So muss das aussehen. Geil, ne? Ja, so muss das aussehen. So wollte ich das haben. Haut man sich auch nicht mehr den Kopf an. Das ist geil. Design at its best. Ich bin so stolz auf dich. Und vor allem, hätte ich jetzt gern allerdings auch mal noch einen Carpenters Block. Nee, geht gar nicht. Und vor allem, wenn man das hier weghaut, es sieht von der Hinterseite aus gar nicht so aus, als wäre es ein Carpenters Block. Also von hier. Ja, damit hast du verraten, was wir installiert haben. Wir haben die Carpenters Mod installiert, die Carpenters Block Mod. Wir wollten ursprünglich auch noch die Schüssel Mod draufschmeißen und Custom NPCs. Aber beides soll ich dir zeigen? Bleib mal stehen. Was noch funktioniert? Soll ich dir zeigen? Ja, Mann, Glastreppen. Alter. Die habe ich aber nicht mit Glasblöcken gemacht, sondern mit Glasscheiben. Weil ich kann in diese Treppen auch Glasscheiben reinstopfen. Spaß im Rohstoffe. Ja. Und ich krieg die Scheibe wieder raus. Ja, wunderbar. Ey, Glastreppen. Alter, das gibt ja ganz neue Möglichkeiten. Ich will ein Wolkenpalazzo. Ja, also da machen wir auf jeden Fall Gronkh nach. Also so ein Wolkenpalazzo halte ich schon noch für eine coole Idee. Ja, vor allem, wir können endlich mal Treppen aus Wolle machen. Ja, und wir können so richtig schöne Sachen machen. Erdwege. Wobei Erdwege muss man ein bisschen aufpassen, ne? Was die Serverlasten betrifft, weil jeder Carpenters Block wird ja einzeln gerendert, plus die Textur, die auch nochmal zusätzlich gerendert wird. Das geht ein bisschen auf die Last, aber hey, ich meine, der Server hier, der kam jetzt nicht unbedingt kurz nach den Holzkugeln auf den Markt. Also ein bisschen was an Bums würde er wohl haben, also hoffen wir mal. Der RAM sieht im Moment gut aus, die Frage ist, wie gut hält er sich dann? Ich stopfe übrigens noch ein bisschen aus mit Erde, weil ein bisschen Erde habe ich ja noch. Ja, das, ich hole mir jetzt gerade noch ein bisschen Erde. Ja, wie viel habe ich denn? 1, 2, 3. Ich bin jetzt einfach mal auf dem Weg nach Hause und zwar zu Fuß. Ich habe 12 Stacks und 13 Erde noch. Ich habe sogar noch ein paar Boote da. Boote? Ich habe sogar noch ein paar Boote da. Das ist schon mal schön. Ja, du kannst ruhig da noch ein bisschen abflachen und auslegen und so. Kannst dich auch gerne noch mal ein bisschen um den Dingens kümmern. Wie heißt es denn? Oh, das Farmgebäude. Das ja. Auch. Und vielleicht um die Berge. Wenn du noch ein paar Saplings da hast, die du natürlich nicht hast, weil ich die alle habe, kannst du noch ein paar Bäumchen setzen. Nee, ich werde mich vor allem erstmal ums Farmgebäude kümmern und um den. Und erstmal hier die Gegend ein bisschen hinter dem einen Haus abfahren. Hier kannst du nur mit dem Boot lang. Gut, dass ich noch ein Boot dabei habe. Insgesamt 3. Ha! Okay, also ja, ich hätte gern in jedem Falle eine Anbindung rüber an unser Lagergebäude. Und zwar, jetzt kommt's, mein Freund, jetzt kommt's. Das ist mal eine kleine Herausforderung für dich.
Die Anbindung soll via U-Bahn laufen. Ja. Aber nicht komplett unter der Erde, sondern vielleicht auch mal streckenweise durch den Ozean. Soll ich dir was sagen? Ich habe hier das erste Skelett gefunden. Ja, wir hatten Spawns. Richtig. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Weil im Moment sehe ich hier keine, aber ich bin auch auf dem Wasser. Aber das zeigt ja schon mal, dass der Server endlich wieder Mobs spawnt. Ja, der spawnt aber eben nicht mit Mobs, wenn ständig geworbt wird. Dann vergisst er die Spawns. And that's a problem, my friend. That's a real problem. Na ja, gut, das kann man ja lösen. Aber wäre die Frage, ist, ob das wäre interessant, ob das mit den Mobs auch passiert, wenn man das Ganze mit einer Portal dann regelt. Das weiß ich nicht. Das wäre halt eine Frage. Weil dann könnte man das eventuell mit einer Portal Gun lösen. Also rein theoretisch. Ja, oder vielleicht mit Kommando-Blocks TP. So wie wir es damals in der Welt vor der Folge 500 hatten. Da hatten wir ja auch Command-Blocks mit TPs drauf, also mit Teleports. Ja, aber die Command-Blocks müsste man wiederum cheaten. Ja gut, also irgendwas ist ja immer. Und die Command-Blocks in der 147 vor der Folge 500, die konnten wir ja auch nicht bauen. Portal Guns kann man bauen. Ja gut, die hat der TK damals reingeschmissen. Portal Guns habe ich aber noch. Portal Guns habe ich noch mindestens eine. Am Stissel, die... Ich weiß gar nicht, ob ich die bei habe. Also Portal Gun brauche ich zwei Obsidian. Eine Portal Gun habe ich da. Ja, Portal Gun brauche ich zwei Obsidian, ein Diamant, eine Enderperle und fünf Eisen. Und das ist nicht so viel. Das also stimmt. Könnte man rein theoretisch bauen. Hinter dem Kistenlager ist eine offene Höhle. Kann ich die zumachen einfach? Hinter dem was? Hinter den Kisten. Hinter welchen Kisten bitte? Ja, die Kisten, die ich im Dorf aufgestellt habe. Ach so, ja klar, kannst du machen. Ich habe im Übrigen, bin ich jetzt hier rüber gefahren, übers Meer. Ja. In Richtung Heimat. Im Übrigen habe ich hier momentan keine Mob-Spawns. Also, ich hatte... guck doch mal, ob bei dir irgendwo rote Punkte auf der Minimap zu finden sind. Bei mir sind ganz viele rote Punkte. Okay, weil ich habe hier aktuell keine. Ich bin jetzt am Dorf. Also an unserem Dörfchen hier mit dem Bürgermeisterhaus, was nie fertig geworden ist. Ich glaub, hier wird eine Menge passieren. Es wird Zeit, dass wir anfangen aufzunehmen. Aufzuräumen. Aufzunehmen. Aufzunehmen, ja. Hätten wir mal gestern sagen sollen. Ja. Das stimmt. Späßchen am Rande. Ja. Mach mich nur fertig. Ist schon okay. Ist schon okay. Ah, hier habe ich dann im Übrigen auch brutale Einbrüche in den Frames dann. Hier fängt auch an zu ruckeln. Also hier sind einige Mods, die nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Wir haben tatsächlich keine Mob-Spawns daheim. Ich bin jetzt zu Hause und guck, es sind keine Mob-Spawns. Oh, verdammt scheiße. Ja, also es wird so sein, dass wir bis zur Folge 2000 vermutlich noch hier unterwegs sind auf diesem Server und dann wird dieser Minecraft-Server gewechselt, weil das ist ja ein Zustand, der sich nicht halten lässt. Das geht ja nicht auf Dauer. Du willst generell den Root wechseln. Das weiß ich nicht, ob der Root gewechselt wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Minecraft-Server-Technik gewechselt wird. Weil was wir hier am Start haben, ist ja immer noch ein Cauldron-Server. Und mit dem haben wir ja zwischendurch so viel Ärger, dass ich dann irgendwann sagen muss, hier, du ist auch mal gut mit Ärger. Also, weißt du? Also wer den Begriff... Autsch, jetzt fall ich runter. Wer den Begriff Cauldron-Server nicht kennt, das ist... Moment, das ist so eine Art Mod-Server, nur dass man halt sagen kann, man installiert nicht nur Mods, sondern hat auch noch die Möglichkeit gleichzeitig mit Plugins zu arbeiten. Sprich mit irgendwelchen World-Plugins, dass man sich weitere Welten erstellen kann. Oder dass man irgendwelche Rechte festlegen kann, oder. Da gibt es ja echt viele Möglichkeiten. Ja, das ist der Sinn hinter dem Ganzen.
Aber da war das Ganze eigentlich so rein theoretisch nicht brauchen, sondern einfach einen normalen Mod-Server, weil alles andere keinen Sinn ergibt, weil jeder, der das Modpack nicht hat, kommt hier eh nicht drauf. Das stimmt. Und jeder, der sich mit vorhandenem Modpack auf dem Server daneben benimmt, wird eh wieder runtergeschmissen.